Also unsere Neuheit für 2016 ist das APROC 7. Das Besondere an dem Rad ist einfach der Panasonic-Motor mit zwei Innengänge. Der Motor besitzt 75 Newtonmeter in 350 Watt und 65 Newtonmeter mit 250 Watt. Dann dieser Akku ist auch eine Erfindung vom Flyer. Es werden nicht mehr 3,5 Amperestundenzellen in Serie geschaltet, sondern 4 Amperestundenzellen. Der Akku fügt sich sehr gut in den Rahmen ein durch eine L-Form. Der Akku ist sehr leicht zu entnehmen mit einem schrägen Klick nach außen. Dann das Display wurde ganz großer Wert darauf gelegt, dass man sehr große Zahlen, also da man die Geschwindigkeit, die Kilometer alles sehr gut ablesen kann. Dann das Shifting-System ist auch eine Entwicklung vom Flyer, wo man gesagt hat, mit dem Daumen, dass man den kompletten Modus bedienen kann. Ganz oben ist der Joystick für die Menüführung am Display. Das Plus-Minus ist die Unterstützungsstufe. Unten sieht man jetzt die Schaltwippe, wo man die Motorgänge schalten kann. Was jetzt weiß hinterlegt ist, das leuchtet in der Nacht. Das heißt, man kann auch diese Tasten sehr gut in der Nacht erkennen. Und einzigartig ist auch das Vibrationssystem. Das heißt, wenn der Motor eine Empfehlung gibt zum Schalten oder irgendetwas, bekommt man eine kleine Vibration auf den Griff. Man sieht aufs Display und weiß, was ihnen der Motor vorschlägt. Das APROC 7 ist jetzt ein Rad mit 160 mm Federweg und 650 Plus Rädern. Das sind sehr breite Räder. Man kann Steigungen oder man kann Unebenheiten sehr gut abfedern mit diesen Reifen. Erhältlich ist das Fahrrad ab April 2016. Es kommt in der ersten Woche in April mit zwei Versionen, mit dem APROC 7 als Geländefahrrad und mit der U-Serie als S-Pedelec. Das heißt ein schnelles Fahrrad mit Typisierung. Der Preis beim APROC 7 liegt bei 7.299 und bei der U-Serie bei 4.999.